Jahreshoroskop 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Und diese Bewegung nennt man Präzession. Und das bedeutet, sie berechnen die Horoskopen anders, haben auch ein anderes Ergebnis. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, anderes ist als in westlichen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Dorealia, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. In diesem Bild siehst du dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nichts. Ein Geburtshoroskop bleibt so stehen, weil das symbolisiert die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist. Und diesem Bild, ein Geburtshoroskop ist einzigartig wie ein Fingerabdruck, das ist die Landkarte der Seele. Und das bleibt stehen. In den Lebensbereichen, wo Sonne, Mond, die beiden Lichter oder die Planeten sich befinden, diese Lebensbereiche sind für dich persönlich wichtig in dein Lebensweg. Das ist der erste Lebensbereich und das symbolisiert deine Persönlichkeit, dass du deine Persönlichkeit in Ausdruck bringst, damit du wahrgenommen bist, dann ist wichtig für dich die Geheimnisse des Lebens, karmischen Themen. Wichtig ist die tiefe Geheimnisse, das Leben erforschen. Dann Werte, Wertschätzung und die Finanzen sind wichtig. Dann die Verbindung zum Geschwister, Verwandten, auch Medien, Kommunikation, ein Austausch. Dann ist auch wichtig die Liebe, Partnerschaft. Dieser Geburtshoroskop, wie ich schon sagte, bleibt so stehen. Was sich aber bewegt, das bist du. Und du machst Lebensschritte und das beginnt hier in dein Geburtsmoment und du erlebst das in 7 Jahren Periode. Alle 7 Jahren bewegst du dich in anderen Boden, anderen Themen sind dann wichtig oder hast du anderen Einflüsse von außen, Kontakte, Bewegungen. Du bewegst dich gerade in Tierkreiszeichen Stier. Zurzeit ist für dich wichtig Themen, was die Tierkreiszeichen Stier vermittelt und das wird noch in den kommenden Jahren auch so sein. Und das ist Lebensfreude, das Leben genießen, die Ruhe finden und auch die Werte, all das für dich wertvoll ist, in Besitz zu nehmen und ist auch wichtig die Gemütlichkeit und die Finanzen. Die Tierkreiszeichen Stier steht in Verbindung zum Geld, zum Finanzen. Nicht nur dein Leben bewegt sich etwas, sondern Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und jedes Mal,
Durch diese Bewegung löst etwas aus im Horoskop. Was genau, das schauen wir jetzt an. März 2019. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und bleibt ganzes Jahr im Schütze, bleibt nächstes Jahr immer noch im Schütze. Pluto ist die Kraft, diese inneren Kraft. Und mit dieser inneren Kraft kannst du dich behaupten im Leben, aber Pluto zeigt etwas Wichtiges. In diesem Kraft auch bleiben, und von alles verabschieden, der diese Kraft raubt. Das sind Gewohnheiten, das sind Eigenschaften, was dich stört vielleicht. Es sind Kontakte oder Gefühle wie Angst, Zweifel. All das, was deine Energie, deine Kraft raubt, das verabschieden, loslassen, das sind die transformierenden Prozesse, gerade wo du dich befindest. Und das ist dein Basis gerade. Das ist der tiefste Punkt des Horoskopes. Das ist das Wurzel des Baumes. Damit du das verspürst, diesen Halt im Leben, musst du gerade, muss nicht, das ist deine Entscheidung, aber wäre gut, wenn du von allem loslassen kannst, was das stört, diese Stabilität. Natürlich kann das auch bedeuten, dass deine Wohnsituation zu Ende geht. Du schließt was ab und kommt etwas Neues. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und bleibt ganzes Jahr im Wassermann, bleibt nächstes Jahr auch noch im Wassermann. Neptun kann ein Traum sein, aber auch ein Albtraum. Ja, wie kann man das verstehen? Es ist gar nicht einfach, Neptun zu beschreiben, weil Neptun ist in vollen Geheimnissen. Alleine die Entdeckung von diesem Planet ist geheimnisvoll. Das ist eine Detektivarbeit, weil man weiß gar nicht, wer eigentlich Neptun entdeckt hat. Das ist immer noch ein Rätsel, was noch nicht gelöst ist. In gleicher Zeit haben drei Menschen Neptun entdeckt hat. Darüber ist sogar ein ganzes Buch geschrieben geworden. Also das ist schon mal ein Geheimnis. Dann kommt noch dazu, dass Neptun ist sehr weit weg von Sonne entfernt ist und ist kalt natürlich, wenn weiter weg von Sonne ist, umso kälter ist es. Aber im inneren Kern der Planet ist Hitze da und hier trifft Hitze und Kälte und erzeugt wahnsinnigen Stürme in Oberfläche des Planets, so dass man gar nicht richtig beobachten kann durch diese Stürme. Das ist auch ein volles Geheimnis. Dann nicht vergessen, Neptun ist Poseidon, des Gottes Meeres, Ozean. Wie sollen wir das erforschen, kennenlernen? Ist auch ein volles Geheimnis. Und all das, was mit Neptun in Verbindung steht, Das bleibt ein Geheimnis, aber grenzenlos. Und das zeigt unserem Fantasie, unserem Traum, unserem Sehnsüchte. Das ist wundervoll. Das ist wirklich wie ein Traum. Und wenn wir diesem Traum vertrauen, dann können wir dieser Traum leben, das Verwirklichen unserem Leben. Und das ist die Kunst, was Neptun vermittelt. Aber auch der Planet, der Künstler, weil Neptun lässt uns inspirieren. Aber wie sollen wir das gerade mit diesem Jungfrau-Aszendent analysieren? Das geht nicht mit Verstand, es geht nur über Gefühlen. Ja, das geht nur über Gefühle. Und
gerade wenn so Neptun-Einfluss kommt und das versucht man leben, das ist Inspiration, das ist Kreativität, dann ist natürlich möglich, dass ein Traum wahr geworden wird. Aber man versucht das praktisch untersuchen, sachlich, ist es nicht schwierig, es ist sehr schwierig, das zum Greifen. Und bei Neptun-Energie ist das auch möglich, weil hier auch um Fantasie geht, dass jemand erzählt etwas. Das klingt erstmal traumhaft schön, aber entspricht nicht die Wahrheit. Und das kann natürlich etwas betrügerisch wirken. Das sind auch so Neptun-Themen. Aber das nicht, weil dieser Planet das auslöst, sondern weil wir mit dieser Energie nicht umgehen können. Und dieser Traum kannst gerade leben in deiner beruflichen Situation, weil die sechste Lebensbereich hat mit deiner Arbeit etwas zu tun und mit Wassermann natürlich die Ideen, Reichtum, und das soll jetzt sehr fantasievoll, sollst du das gestalten und dieser Traum vertrauen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, manchmal plötzliche, unerwartete Ereignisse. Uranus ist im Widder. Und hier kannst du mit Veränderungen rechnen. Und das sind Themen, was in diesem Lebensbereich, acht Lebensbereich, aktiviert wird. Und es kann eine erbschaftliche Situation kommen oder Themen, was mit Ämtern in Verbindung steht, Investitionen, Finanzamt, Banken, Versicherungen. Diese Themen gehören auch hierher, weil das spiegelt die zweite Lebensbereich. Hier ist das Geld, hier sind Investitionen, also so hängt das aber auch zusammen. Also das muss auch beleuchten, das kann auch eine Veränderung sein. Plötzliche, unerwartete Ereignisse in diesem Lebensbereich, aber in erster Linie handelt es sich hier um eine Wandlung. Und diese Veränderungen, ich würde sagen, in deinem Inneren ändert sich etwas. Saturn beeinflusst unser Schicksal. Saturn ist auch der Planet der Karma und bringt etwas in Form. Wie soll ich Saturn beschreiben? Vielleicht astromedizinisch, genau. So kann ich das näher bringen. Astromedizinisch herrscht Saturn über unserem Knochensystem, über unserem Skelett und herrscht über unserem Haut. Das Skelett gibt für uns ein Halt, genauso wie Saturn auch. Und das Haut bringt das in Form, genauso wie Saturn. Und das Haut schützt uns auch, genauso wie Saturn. Es ist ein gewisser Schutz für uns. Und Haut grenzt ab von äußeren Einflüssen. Ja, Saturn kann auch eingrenzen. Und das erlebst du gerade hier im Schütze in Wohnsituation oder in Themen, wo du Halt, Sicherheit brauchst, wo du dich verwurzelt, verankert fühlst. Oder hast zurzeit das Gefühl, du verlierst den sicheren Boden unter den Füßen, du fühlst dich entwurzelt und möchtest etwas beenden, das ist die Pluto-Energie. Schütze zeigt auch Ausland und Saturn, ja, da bringt halt das in Form. Jupiter befindet sich in Skorpion. Jupiter vergrößert etwas und bringt Glück. Das kann bedeuten, dass du mehr Kontakt hast über Internet, Medien. Oder wird die Kontakt intensiver sein zu deinen Verwandten? Mars. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt.
Mit diesem Mars-Energie können wir uns behaupten, uns durchsetzen im Leben. Mars bedeutet aber, weil das ein männliche Energie ist, der Mann. Und Mars befindet sich im Widder. Mars fühlt sich auch sehr wohl hier, weil Mars herrscht über die Widder. Also März ist Mars im Widder. Kann natürlich auch bedeuten die Verbindung zum einen männlichen Person. Und weil hier in diesem Lebensbereich mit Pluto-Energie haben wir was zu tun, bedeutet auch Sexualität. Venus ist der Planet der Liebe. Das ist weibliche Energie, zeigt auch dein Kreativität, dein Schönheitssinn, deine künstlerische Begabung, aber auch dich als Frau, dein weibliche Energie. Und das ist in Bewegung, gerade bewegt sich im Steinbock. Und da lernst du diese strenge Umwandel auf Lebensfreude. Merkur bewegt sich ziemlich schnell und bei Merkur-Energie haben wir nicht immer schicksalhafte Veränderungen im Leben. Trotzdem löst was aus im Horoskop und das sind die Handlungen, das sind Terminen, Verträgen, Gesprächen, Nachrichten oder Wissen vermitteln, aneignen, zum Beispiel ein Buch lesen, ein Seminar besuchen, kann Merkur auch auslösen. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und das kann bei dir auslösen, dass jemand meldet sich, bekommst eine Nachricht und das hat mit Partnerschaft auch etwas zu tun. Sonne zeigt die Monatsthemen. Monatsthema ist die Tierkreiszeichen Wassermann, aber bedeutet auch Lebenskraft, Lebensenergie und das ist Arbeit und Gesundheit. Was bedeutet Rückläufigkeit? Rückläufigkeit bedeutet nicht, dass ein Planet rückläufig ist, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn dieser Planet rückläufig wäre. Das ist ein Phänomen im Himmel und dieses Phänomen können wir bei Zugfahrt beobachten, wenn wir mit Zug fahren und in anderen neben uns fährt ein Zug vorbei mit einer anderen Geschwindigkeit. Und für unsere Wahrnehmung scheint es so zu sein, dass dieser Zug rückläufig sich bewegt. Genau dieses Phänomen spielt sich ab im Himmel. Und weil für unsere Wahrnehmung scheint es so zu sein, dass es rückläufig ist, nennen wir das als rückläufigen Planet, löst etwas aus. Was? Dass es hier etwas gebremst ist, ganz klar. Das geht nichts voran, sondern das bremst. Kann auch bedeuten, dass es eine wichtige Botschaft ist, nicht weitermachen, sondern zurückschauen, noch etwas überprüfen. Hat diese Rückläufigkeit oft mit Vergangenheit was zu tun, manchmal sogar karmischen Themen und löst aus, zum Beispiel so etwas, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Ab 6. März ist Merkur rückläufig. Die Mondposition. Ich kann es nicht erklären, welchen Tag, wo Mond bewegt, sonst würde diese Aufnahme ewig lang sein. Aber das kannst du im Tageshoroskopen anschauen und übertragen auf dein Geburtshoroskop. Der Mond löst auch etwas aus, gerade was unsere Stimmung betrifft, die Tagesereignisse betrifft. Aber die Mondpositionen wie Neumond, Vollmond, Halbmond, das möchte ich schon, nicht Mondpositionen, sondern die Mondphasen genau schon beschreiben. Und auch, was das bedeutet.
14. März haben wir ein Halbmond. Ein Halbmond ist zwar wunderschön, aber das ist immer eine Spannung. Und bei Halbmond verspüren wir Spannung, Unsicherheit, Nervosität. 14. März ist Halbmond im Stier. Wo erlebst du das? Dort, wo die Tierkreiszeichen Stier ist. Und das ist hier im 9. Lebensbereich. Also das wäre zum Beispiel eine Spannung, wenn du in einer Reise bist. Es werde Unsicherheit, Nervosität sein, wenn du da Prüfung hast. Also das könnte dieser Halbmond bei dir auslösen. 21. März ist Vollmond im Löwe. Ein Vollmond beleuchtet etwas und wir sollen das auch anschauen. Und das ist wichtig wahrzunehmen. Und das ist im Löwe. Das sind die tiefen Geheimnisse des Lebens oder karmischen Themen oder gerade diese Mond-Mars-Energie zeigen, befreien wie ein Neugeburt. All das beleuchtet dieser Vollmond. Aber hier sind auch geheime Feinde. Vielleicht sagt sogar dein Gefühl, pass auf, die sind nicht ganz ehrlich zu mir. Kann auch sowas auslösen. Mond wirkt auf unseren Gefühlen. Also das ist ein Gefühl. 28. März ist Halbmond in Skorpion. Hier kommt eine gewisse Spannung. Spannung bei Geschwistern, Verwandten oder im Internet oder bei einer Schulung kann auch auslösen. April. Bevor ich mit April weitermache, noch etwas sehr Wichtiges. Heute ist 8. März 2019 und ab heute bewegt sich die Mondknoten schon im Schütze und Zwillinge. Gestern war die absteigende Mondknoten oder Ketu noch im Steinbock. Heute ist schon, also ab heute ist hier im Schütze. Und Rahu, dieser Drachenkopf, war bis gestern noch in Krebs. Ab heute ist in Zwillinge. Das muss ich sagen. Ab 8. März ist Ketu im Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze, bleibt nächstes Jahr auch noch im Schütze und den Drachenkopf Rahu bewegt sich ab heute in Zwillingen, bleibt ganzes Jahr, sogar nächstes Jahr auch hier in Zwillingen. Das aktiviert bei dir einen karmischen Weg, ein Basis, ein Fundament und die Berufung. Das wird jetzt in den kommenden 2 Jahren bei dir aktiviert. Und jetzt April. Jupiter verlässt die Skorpion und übergeht im Schütze. Und hier hast du Möglichkeiten, Chancen, wohnlich etwas zu verändern. Merkur und Venus ist im Wassermann. Hier löst im Arbeit etwas aus. Kann auch bedeuten, dass du Nachricht oder Termin hast mit einer weiblichen Person. Oder hast du Gespräche mit einer Kollegin? Sowas auch kann auslösen. Sonne ist im Fischen
Monatsthema ist Partnerschaft und Mars ist im Stier. Da hast du die Kraft, dich einsetzen, das ist Spiritualität oder Reisen, kann auch bedeuten, dass du Kontakt hast mit einer männlichen Person von Ausland. 11. April wird Jupiter rückläufig. Das kann sein, dass du hier was vorhast, wohnlich was zu verändern. Du siehst schon die Chancen, Möglichkeiten, das ist Jupiter-Energie. Aber du hast das Gefühl, dass ab 11. April, das ist wie gebremst, geht nichts voran. Diese Rückläufigkeit Jupiter zeigt aber auch, nicht so schnell handeln, schau noch etwas an, du musst noch was überprüfen. Das kommt später noch. 25. April wird Pluto rückläufig, hier Pluto wird rückläufig, und diese Rückläufigkeit zeigt Pluto, beende etwas, schließ ab mit der Vergangenheit. 30. April wird Saturn rückläufig. Saturn ist auch hier im Schütze und das hat auch mit Vergangenheit etwas zu tun. 5. April ist Neumond in Fischen. Neumond bedeutet ein Rückzug oder eine meditative Haltung und die Licht suchen. Nicht draußen, sondern in unserem Inneren. Nicht nur suchen, sondern auch finden. Und genau dort in diesem Lebensbereich, wo dieser Neumond sich befindet, da sollen wir nachdenklich sein. 5. April ist Neumond im Fische, Nachdenklichkeit im Bereich Partnerschaft. Dann, 12. April ist Halbmond in den Zwillinge, eine gewisse Unsicherheit, was die Arbeit betrifft, ich meine damit die Berufung, oder du hast das Gefühl, du bekommst zu wenig Anerkennung. Oder bist du übersehen? 19. April ist Vollmond im Waage. Etwas klären in Finanzen oder brauchst du diese Ausstrahlung wie ein Vollmond, was sichtbar macht etwas und das sind deine Werte. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Eine gewisse Spannung mit den Kindern kann auch bedeuten, dass du diese Lebensfreude leben möchtest, aber du schränkst dich ein, weil du traust es gar nicht zu. Mai 2019, Jupiter ist rückläufig, verlässt die Schütze und kehrt wieder zurück zum Skorpion. Und bleibt auch im Skorpion. Merkur und Venus ist im Fischen. Das kann eine Liebesnachricht sein, gerade hier im Bereich Partnerschaft. Oder Gesprächen mit einer Frau über die Partnerschaft. Sonne ist im Widder, also Monatsthema ist Transformation oder Themen mit Ämtern. Und Mars ist im Stier, das bleibt hier im Stier, Kontakt im Ausland mit einer männlichen Person oder du setzt deine Kraft ein zu einer Reise oder in einen spirituellen Weg. 4. Mai ist Neumond im Widder, nachdenklich sein über ämtliche Themen oder Thema wie Erbschaft, aber auch die Transformation, eine innere Reise.
12. Mai ist Halbmond im Krebs. Eine gewisse Spannung im Freundeskreis kann auch bedeuten, du möchtest deine Träume leben und das traust du nicht zu. 18. Mai ist Vollmond im Waage, wieder Klarheit über Finanzen. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, wieder Spannung mit Kindern oder du traust diese Lebensfreude nicht zum Zeigen, traust es nicht zu. Juni Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist Reise, Studium oder Spiritualität. Mit Merkur hier ist was zum Lernen auch oder Kontakte, Gespräche. Entweder Gespräche über eine Reise oder Gespräche mit jemand von Ausland kann auch bedeuten Fremdsprache zum Lernen oder die Interesse zeigen an die Spiritualität. Mars ist in Zwillingen, das heißt, du setzt deine Kraft ein für deine Berufung, kann auch bedeuten, dass im beruflichen Umfeld hast du eine wichtige Begegnung mit einer männlichen Person. Und die Liebesplanet Venus ist in Tierkreiszeichen Widder. Das kann bedeuten, dass hier eine Art Wandlung da ist und in deine Weiblichkeit in Ausdruck zu bringen. Oder kann auch Themen sein über Sexualität. Möglich ist auch, dass du Themen hast mit Ämtern und Gesprächen, Terminen mit einer weiblichen Person. Juni 2019 passiert etwas sehr, sehr Wichtiges. Saturn hier ist der Planet der Karma, aktiviert karmischen Themen und hat einen Einfluss auf unserem Schicksal. Dieser Saturn ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit zeigt Vergangenheit, auch alten karmischen Themen. Pluto ist auch rückläufig. Diese Rückläufigkeit aktiviert auch Vergangenheit, oft auch karmischen Themen. Und Ketu, dieser Drachenkörper, wo auch karmischen Themen aktiviert und auch die Vergangenheit aktiviert, die bilden sich Juni 2019 eine Konjunktion und das bedeutet, sie treffen sich und wirken gemeinsam. Und es ist eine ganz, ganz starke Energie und hier aktiviert bei dir Themen Ahnen, Traditionen, Herkunft und deine Wohnsituation. Bedeutet aber auch, du brauchst eine Basis, ein Fundament und überprüfen, was war in Vergangenheit, sollst du das befestigen oder lieber das beenden und brauchst einen Neuanfang. Juni ist Neptun rückläufig. Hier kommen wieder Erinnerungen bei dieser Rückläufigkeit von Neptun. Kann auch bedeuten, du möchtest beruflich deine Träume leben, aber du hast das Gefühl, das klappt irgendwie nicht, weil diese Rückläufigkeit von Neptun bremst es. Aber auch möglich ist es, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und bei Neptun-Energie ist auch möglich, dass diese Person dich in Vergangenheit schon mal enttäuscht hat. 3. Juni ist Neumond im Stier. Nachdenklich sein über eine Reise oder Spiritualität. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Eine gewisse Unsicherheit, Nervosität ist hier wichtig, ein Rückzug, damit du
Ruhe bleibst und in Ruhe liegt auch die Kraft, also dass du in Kraft bleibst. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Hier klärt sich etwas auf. Das kann auch der Kontakt zu Geschwistern, zu Verwandten sein. 25. Juni ist Halbmond im Fischen, eine gewisse Spannung in Partnerschaft. Juli Sonne und Venus ist in den Zwillingen und das bedeutet, wichtige Monatsthema ist deine Berufung und dann lebst deine Kreativität oder hast du Kontakt mit einer weiblichen Person. Mars und Merkur ist im Krebs und das kann auslösen, dass du Kontakte hast in Freundeskreis oder soziale Kontakte mit einer männlichen Person. Kann auch auslösen, dass du dich anmeldest, ein Sportverein und unterschreibst du einen Vertrag. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillinge, Nachdenklichkeit. Wo liegt deine Berufung? Wie erreichst du deine Ziele? Wie bekommst du Anerkennung? 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, das trifft dich persönlich. Das heißt eine gewisse Unsicherheit, unsicheres Auftreten. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze, aktiviert karmischen Themen. Ein Mondfinsternis hat immer mit Karma was zu tun. 25. Juli ist Halbmond im Fischen, eine gewisse Spannung in Partnerschaft. August. Merkur ist in Zwillingen, das kann Gesprächen sein über Beruf, Berufung, kann auch ein Vertrag bedeuten. Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. Das ist ein wichtiges Thema, natürlich dann deine Wünsche, deine Sehnsüchte. Gerade bei Mars, Venus, Energie handelt sich um Liebe, ganz klar. Aber wichtige Thema werden auch sein Freundschaften, Kontakte. 12. August wird Jupiter direktläufig. Hier bewegt sich Richtung Schütze und das löst bald aus, dauert ein paar Monate, aber löst bald aus, dass in deiner Wohnsituation wieder Chancen hast, etwas zu verändern. 12. August wird Uranus rückläufig. Und das bremst die Themen wie Erbschaften, ämtlichen Themen, Investitionen, muss genau überlegen, aber bedeutet auch Vergangenheit. 1. August ist Neumond im Krebs, Nachdenklichkeit über deine Wünsche. 7. August ist Halbmond im Waage, Spannung, was die Werte und Finanzen betrifft. Also nichts kaufen in diesem Tag, auch nichts unterschreiben, was mit Geld zu tun hat. 15. August ist Vollmond im Steinbock, dann wird klar, was schenkt dir Lebensfreude oder verspürst die schöpferische Kraft. 23. August ist Halbmond im Widder, eine gewisse Unsicherheit im ämtlichen, erbschaftlichen Themen. 30. August ist Neumond im Löwe und das hat eine große Bedeutung, weil dieser Neumond, diese Mondposition steht mit Regulus in Verbindung in diesem 30. August. Regulus ist ein königlicher Stern, das ist der Herz der Löwen und das ist wichtig, die Herzöffnung, unserem Herzensangelegenheiten. Und hier erlebst du im Löwe, also ist wichtig, sowieso Neumond, ist also
es ist Rückzug und gerade in diesem Bereich zeigt auch Rückzug, also zurückziehen, meditieren, nachdenklich sein, dein Herz öffnen. Was ist das, was du liebst, was möchtest du erreichen? September. Sonne, Mars, Merkur, Venus, alles ist im Löwe. Also ganz viel Energie fließt im Löwe hier. Und das bedeutet Geheimnisse. Entweder interessierst du dich zum Spiritualität, die Geheimnisse des Lebens erforschen, oder möchtest du die Ursache erkennen von etwas. Hier ist auch Tiefpsychologie, hier ist beschrieben die Ursache, die Erkrankungen. Ist auch ganz klar, hier ist Gesundheit, hier spiegelt etwas. Bei Astrologie ist alles astrologisch, logisch, genau. Aber hier bedeutet auch die geheime Feinde, dass hier erkennst du, wer könnte gegen dich handeln oder was könntest du tun, welchen Gesprächen laufen hinter deinen Rücken. Das gehört auch zu diesen Geheimnissen. 19. September wird ein wichtiger Tag sein, nämlich Saturn wird direktläufig. Und all das, was dich gebremst hat in dein Wohnsituation oder deine Kraft geraubt hat und hast du das Gefühl gehabt, du verlierst den sicheren Boden unter deinen Füßen, ab 19. September geht alles voran, Saturn bewegt sich direktläufig, ändert sich die Richtung und kommt alles in Bewegung. 6. September ist Halbmond in Skorpion, eine gewisse Spannung mit Verwandten oder im Internet, Medien kann auch bedeuten. 14. September ist Vollmond im Wassermann, Klarheit über deine berufliche Situation oder klärt sich etwas auf im Gesundheitszustand. 22. September ist Halbmond im Stier. Das könnte eine Spannung sein im Ausland, Reisen, bei Prüfungen. 28. September ist Neumond im Löwe. Brauchst du Rückzug, damit du Kraft hast, aber auch Nachdenklichkeit über diese Geheimnisse. Oktober. Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Ein wichtiges Monatsthema wird deine Persönlichkeit sein und die Liebe, Partnerschaft. Und Merkur ist im Waage. Hier geht es die Gespräche um Finanzen oder hast du Verträge, was mit Geld was zu tun hat. Kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für Schulungen oder Bücher. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, eine gewisse Spannung zu Hause oder du verspürst eine gewisse Nervosität bei dir oder in deiner Umgebung und brauchst du diesen Rückzug, zu Hause zu sein. 13. Oktober ist Vollmond im Fische, Klarheit über die Partnerschaft. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillinge. Entweder Spannung in die Arbeit kann auch bedeuten, dass du verletzt fühlst, weil du wirst übersehen, bekommst du zu wenig Anerkennung. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, nachdenklich zu sein über dein Aussehen, über deine Persönlichkeit. November. Mars ist im Jungfrau, das kann bedeuten, dass du dich durchsetzt, kannst du dich behaupten, kann auch bedeuten, dass eine männliche Person einen Einfluss hat auf dein Leben, auf dein Aussehen auch. Merkur
und Venus ist in Skorpion. Das kann bedeuten, dass du Gespräche hast mit einer weiblichen Person oder du lernst etwas oder machst du Schulungen, Seminare und bist du kreativ. Und Sonne ist im Waage, das ist Monatsthema, deine Werte, deine Finanzen kümmern. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig, ändert sich die Richtung. Ab 28. November ist Neptun direktläufig und lässt deine Träume endlich verwirklichen. 4. November ist Halbmond im Steinbock, Spannung mit Kindern oder Lebensfreude, dass du das nichts zutraust, grenzt dich selbst ein. 12. November ist Vollmond im Widder. Das ist natürlich Transformation oder ämtlichen Themen, Klarheit über eine erbschaftliche Situation. 19. November ist Halbmond im Krebs. Entweder traust es nicht zu, dass deine Wünsche zum Erfüllung gehen oder hast du Spannung im Freundeskreis. 26. November ist Neumond im Waage, nachdenklich sein über deinen Werten und über die Finanzen. Dezember Mars und Merkur ist im Waage. Das kann bedeuten, dass du dich einsetzen musst wegen die Finanzen oder hast du Gespräche, Termine, Verträge mit einer männlichen Person. Sonne ist im Skorpion. Wichtige Monatsthema ist Verwandtschaft, Kontakte, Kontakte im Internet, Schulungen. Und Venus ist im Schütze, du verschönerst etwas zu Hause. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann, Spannung in Arbeit. Bei Gesundheitszustand sollst du auf dem inneren Gleichgewicht achten. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, Klarheit über eine Reise. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, wieder Spannung, Nervosität. Brauchst die Rückzug, die Ruhe, in Ruhe liegt die Kraft. Und 26. Dezember ist Neumond im Schütze, Rückzug, Nachdenklichkeit über die Wohnsituation oder über das, was du gründen möchtest. Januar 2020. Mars ist in Skorpion. Das kann bedeuten, dass du dich durchsetzen musst bei Geschwistern und Verwandten. Kann auch bedeuten, dass du eine Verbindung hast, das kann auch über Internet sein, mit einer männlichen Person. Sonne, Merkur und Jupiter ist im Schütze, das heißt, Jupiter übergeht im Schütze. Hast du Glück in Wohnsituation oder hast du Glück bei Themen, was du gründen möchtest? Wenn du hier die Basis, die Fundament brauchst, weil du gründest etwas, dann gibt Jupiter dir die Chancen, Möglichkeiten und auch das Glück. Venus ist im Steinbock und das zeigt Lebensfreude und auch Kreativität. Und Sonne, Merkur ist auch im Schütze. Also ein wichtiges Thema ist die Wohnsituation und wichtiges Thema ist die Fundament, die Basis, eine Stabilität, ein fester Boden unter deinen Füßen. Februar 2020. Jupiter bleibt im Schütze.
Mars bleibt auch im Skorpion, da ändert sich nichts. Sonne ist im Steinbock. Venus kommt weg. Das ist die Monatsthema, Kinder oder deine schöpferische Kraft, deine Lebensfreude. Und Venus, Merkur ist im Wassermann. Das sind Gespräche über eine kreative Arbeit oder Gespräche mit einer Frau im beruflichen Umfeld. Und das war diese Jahreshoroskop. Liebe Dorealia, ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.